Was geht ab? Ich bin der Dominomi und das hier ist mein Vollguide zum neuen Champion Bard. Hier zeige ich euch alles, was ihr über den Champion wissen müsst, von Runen und Masteries bis hin zum Itembild. Und ja, würde ich sagen, hoffe ich, dass euch mein Guide gefällt und wir fangen jetzt an mit den Runen und Masteries. Bei den Zeichen habe ich 9x Magierstrengung mitgenommen, da er einfach sehr viel magischen Schaden verursacht. Bei den Siegeln habe ich 9x Rüstung mitgenommen, da ihr einfach Botlane Support seid. Und ja, bei den Glyphen und Essenzen hängt es von euch ab, was ihr mitnehmt. Ich habe jetzt einmal 5x Magieresistenz per Level mitgenommen, da ihr einfach im Early nicht so viel Magieresistenz braucht und mit Bord eh eher Late Game orientiert seid. Falls ihr aber gegen eine Burst Lane spielt, sowas wie Annie oder Zywa oder Sona, wäre es glaube ich besser, wenn ihr ein bisschen mehr Magieresistenz im Early mitnehmt. Ansonsten funktioniert das aber ganz gut. Und bei den restlichen 4 Glyphen habe ich mich für 4x Fähigkeitsstärke entschieden, da Bord einfach sehr gut auf AP basiert. Bei den Essenzen hängt es natürlich von euch ab, was ihr jetzt mitnehmt. Falls ihr mehr aggressiv spielen wollt, könnt ihr natürlich Fähigkeitsstärke mitnehmen. Falls ihr mehr passiv spielen wollt mit Bord, könnt ihr auch mehr Leben oder Rüstung mitnehmen. Ich habe mich für 2x Gold per Second entschieden, da ihr einfach Support seid und das nötige Kleingeld benötigt. Und einmal noch Lauftempo, da ihr euch sehr viel über die Map bewegt. Ihr könnt natürlich auch 3x Lauftempo mitnehmen, dann richtig schnell über die Map laufen. Es hängt wie gesagt von euch ab. Ich würde sagen, probiert ein bisschen rum, guckt, was euch gefällt und vor allem, was halt zu euch passt. Bei den Masteries ist vor allem wichtig, dass ihr im Wissensbaum auf die letzte Skillung geht, da ihr dort außerhalb vom Kampf mehr Lauftempo bekommt. Und natürlich noch so Sachen für Supporter wie 40 mehr Startgold und dass, wenn ihr die Gegner outwichtet, ihr zusätzlich Gold bekommt. Was ihr mit den restlichen 9 Punkten anstellt, ist euch überlassen. Ihr könnt sie halt entweder in den aggressiven oder in den defensiven Baum stecken. Das hängt wie gesagt von eurem Spielstil ab. Kommen wir jetzt zum spannendsten Teil vom Guide, und zwar den Fähigkeiten von Bard. Kleiner Spaß von diesem Bard natürlich. Und ja, man muss sagen, für einen Supporter hat er ein echt starkes Kit. Da hätten wir einmal die 2 passiven. Die erste ist, dass random auf der Map Glocken spawnen. Falls ihr diese aufsammelt, bekommt ihr erstmal XP, einen kleinen Fehlenteil eures Manas und kurze Zeit Lauftempo. Jetzt werdet ihr euch aber zureicht fragen, warum sollte man über die Map laufen, nur ein paar Glocken mit XP und Mana aufzusammeln? Ganz einfach, Bord hat noch eine zweite Fähigkeit und das sind Meeps. Die sammeln sich mit der Zeit auf und folgen ihm dann. Falls Bord dann eine Auto-Hit macht, wird einer der Meeps verbraucht und löst einen Effekt aus, der davon abhängt, wie viele Glocken ihr schon gesammelt habt. Als nächstes die Q, da feuert Bord einen Energiestoß. Dieser funktioniert ähnlich wie die Lux Q, das heißt, ihr könnt 2 Ziele hintereinander treffen, also das erste Ziel, dann fliegt er weiter und kann auch ein zweites Ziel treffen. Falls er dabei ein zweites Ziel trifft, werden beide Ziele gestunnt. Oder halt, falls der Spell einen Gegner getroffen hat, weiterfliegt und dann an der Wand hängen bleibt, dann wird auch der getroffene Gegner gestunnt. Und ja, da gibt's schon einige coole Sachen, die man mit dem Spell machen kann. Mit dem W stellt Bord ein kleines Feld auf. Wenn ein Verbündeter drüber läuft, stellt es Leben her und gewährt kurze Zeit Lauftempo. Falls ein Gegner drüber läuft, wird dieses aber zerstört. Und wenn ihr es eine Weile stehen lasst, baut es sich sozusagen auf und stellt dann noch mehr Leben her. Mit der E hat Riot einen ziemlich komischen Spell eingefügt. Und zwar kann Bord an sämtlichen Wänden auf der Map einen Tunnel aufstellen. Diesen können sowohl Gegner als auch Verbündete benutzen. Er geht aber auch nur in eine Richtung und Verbündete können diesen schneller durchqueren als Gegner. Als letztes kommen wir noch zur Ulti von Bord und die ist ziemlich gut. Sie hat eine ziemlich große Reichweite und fliegt ähnlich wie eine Six-Bombe. Jedoch dort, wo sie auftritt, versetzt sie alles, was sie trifft, in so eine Art Sonias-Effekt. Das heißt, es kann weder angeweht noch angegriffen werden und wird auch erstmal festgehalten. Das geht jedoch mit allem. Das heißt mit Gegnern, mit Verbündeten, mit Towern, Baron und Dominions, ihr könnt alles festhalten. Natürlich könnt ihr eure Verbündete vor eingehenden Schaden beschützen, zum Beispiel vor einer Zed-Ulti oder vor einer Karthus-Ulti. Ihr könnt aber auch genauso gut eure Verbündete abbrechen, falls ihr zum Beispiel einen Karthus habt. Könnt ihr diesen einfach ulten und die Ulti wird abgebrochen. Die Ulti ist eigentlich ziemlich stark. Es ist nur zu überlegen, wie man diese einsetzt. Ihr müsst euch vorstellen, ein komplettes Gebiet wird für einen bestimmten Zeitraum komplett außer Gefecht gesetzt. Jetzt ist die Frage, was man mit dieser Zeit anfängt, da sich alles um dieses Gebiet drumherum natürlich normal weiter bewegt. Das Beste wäre es von daher, mit dieser Ulti euch neu zu positionieren. Und nachdem die Ulti dann aufhört, könnt ihr natürlich sofort den ADC wegbürsten. Ist auf jeden Fall eine ziemlich komplizierte Ulti, weshalb Bord auch zu Recht im Klienten als sehr schwer angezeigt wird.
Und ja, ich glaube, da werden noch einige lustige Videos auf YouTube kommen, wie Bord damit seine eigenen Teammates trollt. Beim Itembild gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr den Champion spielen könnt. Einmal auf das gelbe Supporter-Item, dort steht ihr eher passiv und geht dann mehr tanky. Oder auf das blaue Supporter-Item, wo ihr dann mehr aggressiv spielt und mehr auf Damage geht. Ansonsten kauft euch am Anfang noch zwei Pots und eine Ward und das gelbe Aufdecktrinket. Als nächstes kommen wir zu den Schuhen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr seid die ganze Zeit unterwegs auf der Map und seid so gut wie nie im Kampf eigentlich, wenn ihr dort rumlauft. Und die 5er Boots helfen euch einfach, dass ihr so viele Glocken wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich einsammeln könnt. Und deswegen gibt es eigentlich kaum bessere Schuhe. Ihr könnt jetzt Magie-Durchdringung gehen und wenn ihr dann nur auf der Lane stehen wollt. Aber dadurch farmt ihr dann halt auch weniger Glocken und daraus besteht eigentlich der Champion größtenteils. Jetzt aber zu den Damage-Items. Falls ihr auf das blaue Supporter-Item geht, könnt ihr dieses natürlich erstmal ausbauen. Dann könnt ihr euch den glühenden Rauchbrenner holen. Dadurch kriegt euer ADC jedes Mal, wenn ihr ihn healt, das heißt, wenn ihr ihm mit der W sozusagen Leben wiederherstellt, einen kleinen Attack-Speed-Buff und ihr kriegt zusätzlich Fähigkeitsstärke, Ablenkzeit und Mana-Regeneration. Alles Sachen, die Bord sehr gut gebrauchen kann. Dann Zwillingsschatten, falls ihr halt auf Damage gehen wollt, da kriegt ihr sehr viel Fähigkeitsstärke, Cooldown und Lauftempo, auch alles super gut auf Bord. Und falls die Gegner sehr viel AP haben, könnt ihr euch natürlich auch einen Kelch holen. Das würde ich aber wirklich nur machen, wenn die Gegner sehr viel AP haben. Ansonsten sind die drei vorher genannten Items wirklich besser. Dann immer noch, falls ihr euch das blaue Item geholt habt, könnt ihr euch redliche Pracht holen. Und ja, falls ihr euch aber für das gelbe Supporter-Item entscheidet, könnt ihr euch das natürlich erstmal ausbauen. Dann solltet ihr euch keine redliche Pracht holen, weil dann hättet ihr doppelt Lauftempo-Bonus. Das ist jetzt nicht unbedingt so nützlich. Könnt ihr euch natürlich auch noch einen Solari holen, gefrorenes Herz. Solari halt, um eure Teamkameraden zu schilden. Und beides bringt natürlich auch Cooldown. Dann könnt ihr euch noch, falls die Gegner sehr viel magischen Schaden haben, entweder Banshees oder eine Geistersicht holen. Eine Geistersicht würde ich mir eher holen, wenn die Gegner mehr so Schaden über Zeit haben. Und Banshees halt, wenn die Gegner euch immer mit einer Fähigkeit Schaden verursachen. So, das waren die Items. Wie gesagt, falls ihr Vorschläge für andere Item-Builds habt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Spielweise von Bord. Falls ihr jetzt auf der Map seht, oh, da liegen ziemlich viele Glocken rum, solltet ihr mal ganz kurz von der Lane runtergehen und diese aufsammeln, da die euch sehr, sehr starke Buffs liefern können. Damit euer ADC aber nicht sofort stirbt, falls ihr von der Lane geht, solltet ihr ihm noch ein kleines Paket hinstellen, damit er sich heilen kann, falls er von den Gegnern angegriffen wird. Die E ist aber relativ nutzlos, habe ich das Gefühl, in der Laning Phase. Ihr könnt halt ein Portal aufstellen, falls ihr vom gegnerischen Jungler gegankt werdet oder falls euer Jungler eure Lane ganken will. Ansonsten braucht ihr diese aber eher nicht, weshalb ich sie auch erst als viertes skillen würde. Kommen wir noch zur Ulti. Damit solltet ihr natürlich versuchen, erstmal so viele Gegner wie möglich zu treffen. Ich möchte noch kurz anmerken, dass diese eine ziemlich große Reichweite hat, die darf man echt nicht unterschätzen. Vor allem, wenn man gegen Bord spielt und sieht, dass dieser in den River rennt, muss man jederzeit mit einer Ulti rechnen. Ab Midgame solltet ihr dann probieren, auch mal auf andere Lanes, also am besten Midlane zu bauen. Dort könnt ihr dann zum Beispiel mit der Ulti oder mit der Q den gegnerischen Midlaner stunnen und so einen Kill holen für euer Team. Als letztes noch, versucht möglichst viele Glocken einzusammeln. Passt aber auch immer auf den gegnerischen Jungler auf, da Bord nicht sehr viel aushält und sehr schnell weggebürstet werden kann. Kommen wir als letztes noch zum Fazit und ja, was halte ich vom Bord? Er ist noch nicht auf den Live-Servern released worden, das heißt, bis jetzt könnte man ihn nur auf dem PBE spielen. Von daher ist es ziemlich schwer zu sagen, ob der Champion jetzt total overpowered ist oder ob er vielleicht überhaupt nichts kann. Seine Stärken sind auf jeden Fall, dass er jetzt einer der Supporter ist, der sich auch aufs Roam konzentriert. Das heißt, ihr lauft sehr viel durch die Map, helft gegebenenfalls euren Jungler oder euren Midlaner. Was ich ein bisschen schade finde, dass er darauf basiert, alleine rumzulaufen, alleine aber überhaupt nichts kann. Falls ihr jetzt auf einen gegnerischen Jungler oder Midlaner trefft, seid ihr in den meisten Fällen sofort tot, weil ihr könnt sie halt höchstens down mit eurer Outrate oder eurer Q. Oder falls halt der Krabbler in der Nähe ist und ihr Glück habt, könnt ihr sie noch stunnen. Aber fighten könnt ihr sie auf keinen Fall. Die töten euch halt sofort, falls ihr gegen sie kämpft. Und da sehe ich einen kleinen Widerspruch in dem Champion. Ihr lauft halt alleine rum, alleine seid ihr aber ein ziemliches Opfer, also man muss schon ziemlich aufpassen, wo und wie man mit Bord rumläuft. Ansonsten bringt der Champion aber viele neue Fähigkeiten mit sich. Vor allem die Ulti ist halt so eine Art Flächensonias für alles. Auch die E ist ein Spell, den es halt so in der Art nur von Rek'Sai gab. Und ja, ich würde sagen, den Champion muss man ein paar Mal gespielt haben. Aber wenn man ihn beherrscht, kann er auf jeden Fall sehr, sehr stark sein. Von daher muss ich sagen, ich bin gespannt, was mit dem passiert und vor allem, wie er sich dann auf den Live-Servern verhält.
Ich wette, da gibt's anfangs eine Menge Trolls, die einen mit der Ulti selber stunnen. Ansonsten freue ich mich schon, wenn der Champion auf die Live-Server kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Rito, well played. So, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Schreibt in die Kommentare, wie euch der Champion gefällt und ob ihr vielleicht Vorschläge für Itembuilds oder Runen und Masteries habt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, haut rein!